Hallo da draußen, ich habe mir heute Only Office angesehen. Das ist eine, wie ich finde, effiziente Alternative zum großen LibreOffice. LibreOffice wird ja meist mit installiert, bei vielen Distributionen ist das der Fall. Und dann benutzt man LibreOffice, ohne groß drüber nachzudenken, denn es ist ja auch gut, es ist sehr ähnlich wie Word, wie Microsoft Word aufgebaut. Und insofern habe ich zumindest nicht so sehr Ausschau gehalten nach Alternativen für LibreOffice. OnlyOffice verfolgt einen gänzlich anderen Ansatz. Man sieht schon, hier fehlt die Leiste, die bei LibreOffice da ist. Alles, was man mit OnlyOffice machen kann, ist durch diese Buttons hier zu erreichen. Im Vergleich LibreOffice, also hier, das ist das typische, was eigentlich jede Textverarbeitung hat, dass hier oben so eine Leiste ist, über die man dann in die verschiedenen Funktionen gehen kann. Das haben wir hier nicht. Dafür ist es leicht zu bedienen. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel in der Überschrift Only Office und nehmen wir mal an, ich möchte das größer haben. Dann drücke ich hierher, das ist definiert und dann habe ich hier meine Überschrift. Wenn ich jetzt weiterschreibe und ich möchte jetzt einen kleinen Text, dann geht es wieder auf Normal. Und wenn ich jetzt sage, das ist jetzt eine Zwischenüberschrift, die ist zwar nicht so groß wie die, dann gehe ich hierher. Und wenn ich sage, das möchte ich kursiv, dann gehe ich hierher. Das finde ich ganz gut. Das kann man natürlich in LibreOffice auch machen, aber nicht so schön hier über diese Buttons. Ich habe mal ein Bild eingeladen, um zu zeigen, was damit geht. Also erst kann ich hier den Textumbruch festlegen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten des Umlaufes. Wie man sieht, hier ist das Bild. Der Text kann jetzt oben und unten weiterlaufen oder er wird auch an der Seite noch fortgeführt. Und man kann natürlich auch drüber schreiben über das Bild. Das würde hier dann gehen. Ich mache das mal kurz. Dann schreibe ich hier weiter. Und man wird gleich sehen, jetzt wird das Bild überschrieben. Ganz einfach. Was man auch machen kann, man kann natürlich das Bild leicht verschieben. Und man kann es ganz einfach drehen. Das geht mit LibreOffice auch nicht so einfach. Man kann es hier zwar auch verkleinern, vergrößern und auch verschieben, aber man hat keine Drehfunktion. Zumindest habe ich noch keine gefunden. So, das haben wir jetzt gedreht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was noch so alles geht. Also man kann hier natürlich ein Bild einfügen, man kann Diagramme einfügen, man kann eine Tabelle einfügen, man kann unten die Kopf- oder Fußzeile bearbeiten, also wenn man zum Beispiel Seitenangaben möchte oder generelle Überschriften. Man hat hier eine Nummerierungsfunktion, man hat natürlich linksbündig, rechtsbündig, mittig und so weiter. Das ist auch klar. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel möchte, dass das hier mit einer Farbe unterlegt wird, das Test, dann gehe ich hier in Hintergrundfarbe und schon ist die ganze Zeile orange. Und wenn ich das blau haben möchte, dann ist es blau. Und dann entscheide ich mich dafür, dass es doch nicht so gut ist und ich lasse das wieder weg. Das heißt, der Umfang von diesem Programm ist zwar nicht so mächtig wie bei LibreOffice, aber der Zugang zu den einzelnen Funktionen, der ist einfach absolut einfach und intuitiv und man kommt sofort damit zurecht. Man muss sich vielleicht nur mal merken, was diese Buttons da bedeuten. Hier zum Beispiel, das erklärt sich ja von selbst, das ist der Drucker, das ist die Speicherfunktion. Da muss man einfach mal durch. Man kann hier auch den Zeilenabstand verändern, den Absatzabstand verändern. Man hat das alles sofort auf einen Blick. Das finde ich absolut super. Denn meistens braucht man ja gar nicht recht viel mehr als das. Und bei LibreOffice, finde ich, muss man viele Funktionen, die sicherlich auch da sind, erstmal suchen. Also ich bin ein großer Fan von OnlyOffice und ich hoffe,
Ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Joe.